Ah, 3.0. Nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt eines Rotationskörpers mit der Rotationsachse M1S. Es gilt, R1 ist gleich AM1, M1B und Radius 1 sind 2 cm. Also kann man ja eigentlich auch gleich schreiben, hier diese Radius sind 2 cm. R2 ist die Strecke IM2 und M2D und das sind 4 cm, also gilt hier, ja, kann man auch das ist gleichsetzen und EF gleich CD gleich 3,2 cm. A3.1 berechnen Sie die Länge der Strecke FM2 und SM1 und die Ergebnisse stehen auch dabei mit 0,8 und 10 cm. Okay, tragen wir mal ein, was wir in dieser Skizze alles kennen. Wir kennen AM1 mit 2 cm. Hier unten, die ist 2 cm lang und M1B, also auf die andere Seite genauso. Ja, wir haben ja SM1 als Rotationsachse, also kann man grob als Spiegelachse sehen. Von so her ergibt es Sinn. Dann, was kennen wir noch? Die Strecke EM2, machen wir andere Farbe, das ist die hier, kennen wir mit 4 cm und das ist die M2D, also auf der anderen Seite genauso, das ist der Radius 2, der ist hier mit drin eingezeichnet. Und zusätzlich noch EF ist gleich CD mit 3,2 cm. EF, ja, mache ich jetzt schnell eine dritte Farbe auf. Hier dieses Teilstück ist 3,2 cm. Gut, hier heißt es jetzt, berechne die Strecke FM2, das ist die hier drin. Und ich denke, durch die Farbe kann man eigentlich schon recht gut erkennen. Die FM2 lässt sich sehr leicht berechnen durch EM2, also die 4 cm, minus hier die EF mit 3,2 cm. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Also FM2 ist gleich EM2 minus EF, also 4 minus 3,2. Und das sind die 0,8 Zentimeter haben wir. Ja, hier steht nichts mit Rundung dabei. Das heißt, da braucht man jetzt nichts drauf acht geben. Gut, gehen wir zur nächsten Strecke, die SM1. Wo liegt die? Ja, nehme ich die Farbe hier. Das ist die Strecke hier. Okay, wir kommen jetzt da drauf. Man sucht sich jetzt am besten wieder Dreiecke, in dem diese Strecke drin liegt. Da sehen wir das Dreieck SAM1. Wir kennen unten die 2 cm, wir kennen hier einen rechten Winkel drin, aber mehr kennen wir noch nicht. Das heißt, Sinus, Cosinus, Tangens, Pythagoras wären schön, sobald ich entsprechend was kenne. Ich kenne die Strecke mit 2, wie gesagt, kein Winkel, das heißt, die Trigonometrie funktioniert nicht. Und die AS ist auch nicht bekannt, das heißt, der Pythagoras geht auch nicht. Also ich brauche noch irgendwelche Informationen aus den anderen Dreiecken. Oder aus den anderen Größen. Wenn man es jetzt vielleicht sieht. Ja, ich habe hier noch ein zweites Dreieck. Und ich sehe, diese FM2 ist parallel zu AM1. Warum? Ich habe hier beides mal einen rechten Winkel drin. Das heißt, die beiden Strecken müssen parallel zueinander sein. Ich kriege also hier ein kleines Dreieck, SFM2, und ein großes Dreieck, SAM1. Ja, kann man sagen, ist durch zentrische Streckungen aufeinander abgebildet worden. Das wäre hervorragend für einen Vierstreckensatz oder Strahlensatz, wie es heißt. Was man auch machen könnte, ist über die FM2S oben den Winkel bei S, also den Winkel FSM2 zu berechnen über den Tangens. Und dann kann man nach unten über den Tangens auch die AM1S berechnen. Ja, AM kann man dann auch über den Tangens brechen. Also der Vierstreckensatz könnte man hier durch zweimal Tangens umgehen. Aber der Vierstreckensatz ist natürlich jetzt eine tolle Sache, weil dann brauche ich keinen Winkel dazu. Und ja, Strahlensatz heißt er jetzt der neue. Strahlensatz auf Seite 7 findet man hier unten. Es gibt viele Varianten des Strahlensatzes. Hier ist immer eine Formel, ist nur eine aufgelistet. Das ist auch die, die ich am häufigsten eigentlich benutze. Wer eine schnellere Variante oder schnellere Kombination findet, darf auch die gerne benutzen. Das sollte kein Problem sein. Okay, beim Strahlensatz gilt immer, wir denken in einem kleinen und einem großen Dreieck. Und hier der Strahlensatz so aufgebaut von Z nach A, also hier ist die Strecke vom kleinen Dreieck zu ZA', Strecke vom großen Dreieck, hat das gleiche Verhältnis wie Z von B, kleines Dreieck, zu ZB', großes Dreieck. Genau das mache ich auch. Ich gehe vom gemeinsamen Eckpunkt der Dreiecke aus. Das wäre mein Punkt S hier oben. Und jetzt, ich fange immer mit der unbekannten Seite an. Hat einfach den Vorteil, wenn ich
Aufgaben ohne Taschenrechner rechnen muss, dann ist sie gleich am bestmöglichsten umgeformt, dass sie wenigstens möglich machen muss, beziehungsweise auch für einen Taschenrechner-Einsatz eigentlich gut geeignet. Ja, muss sie auf nichts weiter aufpassen, passieren am wenigsten Fehler. Okay, ich möchte die Strecke SM1 berechnen. Und mit der fange ich jetzt an, SM1. Geteilt durch. So, SM1 ist mein großes Dreieck. Dazu lege ich jetzt die Strecke vom entsprechenden kleinen Dreieck. Das wäre die Strecke von S nach M2. So, ist gleich. Und jetzt suche ich die beiden anderen Teilstücke. Ja, wieder großes Dreieck, das ist die Strecke AM1. Und lege dazu wieder die entsprechende Strecke vom kleinen Dreieck, das ist hier die FM2. So, jetzt überprüfe ich, kenne ich denn all diese Größen? SM2. Die kenne ich, das ist noch ein bisschen gemein, genau. Hier aus dem Radius, nämlich die SM2 ist nichts anderes als der Radius 2. Und damit ist er bekannt mit 4 cm. Ja, diesen Schritt muss man überlegen. Achtung, hier liegt der Radius drin. Also kennen wir die. AM1 ist bekannt mit 2, die habe ich schon eingetragen, folgt aus dem R1. Und die FM2 haben wir gerade berechnet mit 0,8. Super, kann ich alles einsetzen. Muss ich nichts mehr extra berechnen. Daraus folgt SM1. So, die SM2, das waren die 4 cm, ist gleich. Die AM1 waren 2 und die FM2 sind die 0,8. So, jetzt kann ich zum Beispiel in 12er benutzen oder ich löse das über Umformung, indem ich einfach diesen Nenner hier nach rechts oben multipliziere. Also mal 4, dann folgt daraus. SM1 ist gleich 2 mal 4 durch 0,8. Das kann man ins ganz normalen Taschenrechner eingeben oder wer stark im Kopf rechnen ist, schafft man auch so. 8 geteilt durch 0,8 sind unsere 10 cm, die wir hier auch in der Lösung stehen haben. Ja, damit sind wir auch mit der Aufgabe schon fertig.